Hallo und schön, dass du hier mit dabei bist bei deinem Podcast Selbstbewusstsein, Sexappeal und Charisma to go. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, dass du jetzt mit mir ein bisschen Zeit verbringst. Mein Name ist Nicole Davido. Ich bin Life- und Beziehungscoach. Ich bin Expertin im Thema Manifestation. Und heute geht es um das Thema negative Gefühle und wie dich deine negativen Gefühle dabei unterstützen können, dein Traumleben zu manifestieren. Und das ist jetzt vielleicht erstmal für dich so, what, weird, okay. Nicole, ich habe immer das Gegenteil gehört. Ich habe immer gehört, wir müssen uns die ganze Zeit gut fühlen, um Manifestationsqueens zu sein. Und ja, da ist auch ein bisschen Wahrheit dran, aber wir sind Menschen und wir haben nun mal negative Gefühle. This is life. Es passieren Dinge im Außen, die letztendlich uns triggern, die uns stressen, die uns Sorgen bereiten, die uns frustrieren. Und wenn wir lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen, dann lernen wir auch, diese Gefühle zu transformieren. Und wenn wir lernen, diese Gefühle zu transformieren, dann werden wir richtige Manifestationsqueens. Und ich freue mich riesig auf diese Folge, weil ich teile mit dir eine richtig geile Formel, die mich so unfassbar dabei unterstützt, immer mit Angst umzugehen, mit Stress umzugehen, mit Panik umzugehen. Ja? Mit diesen täglichen Gefühlen, die nun mal da sind, aufgrund dessen, dass vielleicht der Chef dir 300 Sachen auf den Tisch legt oder wenn ein Mann dir gerade nicht zurückschreibt, weil du gerade auf einem Date warst oder in der Anfangsphase seid und es gerade ganz ungewiss ist und du nicht weißt, oh, wird das was, wird das nicht was und darf ich mich überhaupt verlieben oder nicht oder. Es gibt so viele Beispiele im Leben, wo wir einfach Gefühle haben, die erstmal ein bisschen unbequem sind. Und ich habe einfach gelernt, je schneller wir lernen, mit denen umzugehen, diese Ungewissheit da sein zu lassen, unseren Körper auch unterstützen darin, diese negativen Gefühle aufzulösen, desto schneller manifestieren wir unser Traumleben. Und das erkläre ich dir genau, warum das so ist, in dieser Podcast-Episode. Und ja, hol dir einen Stift und Papier raus. Ich teile mit dir eine richtig geile Formel, die dich dabei unterstützen wird, deine negativen Gefühle schnell aufzulösen und dich in so einen Zustand zu bringen, zu empfangen. Weil das ist, um was es hier geht, beim Manifestieren. Ja, wir setzen unser Ziel, wir wollen unseren Traummann manifestieren, wir wollen eine erfolgreiche Business manifestieren, finanzielle Freiheit, unsere Berufung und so weiter und so fort. Aber dann müssen wir das Ganze auch erstmal empfangen. Und das können wir nur, wenn wir tatsächlich in diesem Empfangsmodus sind. Wenn wir aber so gestresst sind, dann prallen die ganzen Wünsche an uns ab. Und das ist etwas, was ich heute mit dir teile und ich freue mich riesig, wenn du mir ein Feedback da lässt, wenn du mir Bescheid sagst, wie die Folge für dich war, bitte bei Instagram, @NicoleDavido. Ich liebe es von dir zu lesen, hat es dir geholfen, nutz die Formel super gerne, okay, und sag mir dann, wie das für dich war. Also ich kann dir aus meinem eigenen Leben sagen oder das Leben meiner Klientinnen, da ist so viel schöne Transformation passiert, aufgrund dessen, dass ich diese Formel gefunden und geteilt habe. Und bevor es gleich losgeht, ich freue mich so sehr, denn die Warteliste ist offen. Vielleicht, wenn du den Podcast erst später hörst, dann sind vielleicht schon sogar die Türen offen. Trag dich unbedingt ein für mein Manifestation Bootcamp. Ja? Manifestiere dir dein Happiest 2022. Erlaube dir, dass 2022 dein Jahr ist. Weil am 10., 11., 12. Dezember unterstütze ich dich, in deine Manifestationspower zu kommen. Wir setzen ganz klare Ziele für dein 2022. Wir machen einen Actionplan von Step für Step für Step, wie du dir das manifestierst. Ich unterstütze dich dabei, loszulassen. Ich unterstütze dich dabei, ins Fühlen zu kommen. Ich unterstütze dich dabei, die universellen Gesetze zu nutzen und dir das zu manifestieren, was du dir wirklich wünschst. Und das sind nicht so Neujahrsvorsätze, wie wir sie normalerweise setzen. Nein, das ist ganz anders. Ich teile da wirklich mit dir meine ganz persönliche Formel, meine ganz persönlichen Step für Steps, wie ich mir jedes Jahr die Dinge manifestiere, die ich mir wünsche. Und glaub mir, ich bin heute mal durchgegangen, was in den letzten 5 Jahren bei mir passiert ist. Von Minus im Konto zu mehrfach 6-stellige Umsätze, Jahresumsätze. Von Single, Heartbroken zu Traummann manifestiert und geheiratet. Ins Ausland gezogen, ortsunabhängig am Arbeiten, Berufung gefunden, you name it. Und das teile ich mit dir in diesem Bootcamp, wie ich das jeden Dezember, und ich mache das seit 5 Jahren, jeden Dezember setze ich mich hin und gehe genau diesen Step-to-Step-Prozess durch, den ich mit dir teile, den ich dir beibringe, um mir mein Lieblingsleben zu manifestieren, um mir mein Traumleben zu manifestieren. Und mit jedem Jahr wird es einfach geiler. Und ich freue mich so, es mit dir zu teilen, deswegen
trag dich auf einen auf der Warteliste. Es gibt nur limited Plätze. Oder wenn du jetzt schon die Podcast-Folge später hast, dann melde dich einfach an. Ich freue mich, mit dir 3 transformative Tage zu verbringen. Mach dir keine Sorgen, wenn du nicht live dabei sein kannst, dann wird das auch alles aufgezeichnet. Du bekommst ganz viele Bonuses und so weiter und so fort. Ich freue mich riesig. Am 11.11., wenn auch die Türen öffnen, gibt es einen ganz besonderen Special. Also trag es dir am besten direkt ein oder du bekommst dazu auch eine E-Mail. Ach, genau, ich freue mich einfach so sehr. So, jetzt geht's aber erstmal los mit der heutigen Podcast-Episode. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören, ganz viele Erkenntnisse und ja, bis gleich. Ja, die Podcast-Episode heißt ja heute, wie dir negative Gefühle beim Manifestieren helfen können. Also wie dich negative Gefühle, vor allen Dingen, heute werde ich vor allen Dingen auf Stress, Angst, Panik, diese Gefühle, diese täglichen Alltagsgefühle, negativen Gefühle eingehen und wie die dich dabei unterstützen können, dein Traumleben zu manifestieren. Und vielleicht denkst du dir jetzt so, Nicole, also what? Ich habe gelernt, man kann nur mit positiven Gefühlen mein Traumleben manifestieren. Und ja, auf eine Art und Weise stimmt das auch. Und heute möchte ich aber mit dir teilen, warum das so wichtig ist, dass wir die negativen Gefühle, die nun mal da sind, ja, wir sind Menschen, okay, so ist das nun mal, unser Leben ist schnelllebig, ganz viel passiert im Außen, es sind Dinge wie Schmerz, es sind Dinge wie Stress, es sind Dinge wie Sorgen einfach vorhanden, da können wir nicht den Rücken zukehren und so tun, als ob sie nicht da sind. Und so schneller wir lernen, uns mit diesen negativen Gefühlen auseinanderzusetzen, desto schneller können wir sie transformieren und desto schneller kommen wir in einen neutralen Zustand. Und das ist der Zustand bei By the way, der unfassbar kraftvoll ist, wenn es zum Thema Manifestation kommt. Das ist der Zustand, womit wir empfangen. Ja? Weil wenn wir im Stress sind, wenn wir in der Angst sind, ja, und so tun, als ob das alles nicht da ist, dann sind wir quasi körperlich im Fight- oder Flight-Modus. Dann sind wir angespannt. Und dann können wir die Dinge nicht empfangen, die uns das Universum schickt. Diese kleinen Impulse, wo das Universum sagt, hey, geh mal da lang. Ja? Hey, mach mal dies. Weil das führt dich zu deinem Ziel. Kann sein, dass du dir ein Ziel gesetzt hast, wie zum Beispiel deinen Traummann zu manifestieren, finanzielle Fülle zu manifestieren, deine Berufung zu manifestieren. Ja? Einfach innerlich ruhiger und gelassener zu werden, selbstbewusster zu werden, ja, dich in deinem Körper wohlzufühlen. Das sind alles Dinge, die du vielleicht manifestieren willst. Wenn du aber im Stress bist, wenn du aber in der Angst bist, wenn du aber voller negativen Gefühle bist und nicht weißt, wie du mit denen umzugehen hast und so tust, als ob sie nicht da sind oder sie weg isst oder sie wegtrinkst oder sie weg Netflixst, dann kannst du nicht empfangen. Ich finde, es gibt im Englischen so einen schönen Spruch, you can only receive with a soft body. Also du kannst nur empfangen mit einem weichen Körper. Ja, ich habe da immer dieses Bild, ansonsten prallen deine ganzen Wünsche, die ganzen Lieferungen vom Universum prallen regelrecht an dir ab. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, diese negativen Gefühle, die nun mal da sind im Alltag, dass wir lernen, mit denen umzugehen, dass wir lernen, die zu transformieren und dass wir lernen, die wirklich erstmal anzuschauen, anstatt zu sagen, oh Gott, die sind nicht da. Ja? Weil wie gehen wir ganz gerne in unserer Gesellschaft mit negativen Gefühlen um? Ich kann es dir sagen. Wir essen sie gerne weg, wir trinken sie gerne weg, wir rauchen sie gerne weg, wir Netflixen sie gerne weg. Ja? Das ist der erste. Das zweite, wir tun so, als ob sie nicht da sind. Wir funktionieren einfach. Wir gehen in unser Alltag und machen und tun und ja, ganz busy, ne? Busy, 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 busy gehen und besuchen noch die Person, machen unseren Job und so weiter und so fort und tun einfach so, nee, wenn uns jemand fragt, wie geht's? Gut, danke. Ja, gut, gut. Tun einfach so, als ob sie nicht da sind. Oder das dritte, wir wünschen sie weg. Oh, ich wünschte, ich würde mich nicht so fühlen. Oh, ich wünschte einfach, dass ich nicht immer so eine Frustration in mir hätte. Oh, ich wünschte einfach, dass ich nicht so eine Angst hätte. Ich wünschte einfach dies und das und jenes, ja? Das heißt, wir schauen diese Gefühle einfach nicht an. Wir wollen sie einfach nicht da haben. Und guck hier, stell dir einfach mal vor, deine negativen Gefühle sind so Männchen, die irgendwie rumbrüllen und du sagst, ich will aber dich nicht hören.
Okay, was passiert dann? Diese Männchen werden einfach lauter. Ja, also ich stelle mir wirklich meine negativen Gefühle wie so kleine Männchen vor, die sagen, hallo, ich will einfach gehört und gesehen werden, ja. Und du sagst, oh Gott, nein, ich will dich aber nicht hören oder sehen, deswegen stopfe ich dich voll, ja, mit Schokolade. Oder ich tue einfach so, als ob du nicht da bist. Oder ich wünschte einfach, dass du nicht da bist. Und was passiert dann? Die werden einfach lauter. Und meiner Meinung nach manifestiert sich das dann auch irgendwann in Dinge wie Krankheit, es manifestiert sich in Panikattacken, das ist dann wie so ein Kessel, der boilt, ja, und auf einmal pff, platzt. Es ist wie so ein Kessel, der wirklich dann überläuft. Und das ist ja genau, was wir nicht wollen. Es manifestiert sich dann auch in so etwas wie zum Beispiel einen kompletten Ausraster. Man ist dann immer lieb und nett und lieb und nett und lieb und nett und tut so, als ob man überhaupt kein negatives Gefühl in sich hat. Und dann, boom, okay, kriegt es der Partner ab oder die Kinder kriegen es ab oder die Eltern kriegen es ab oder die beste Freundin kriegen es ab. Und genau das möchte ich vermeiden. Und genau so war mein Leben übrigens immer. Okay, ich habe immer so getan, ob alles super ist, ach, alles total toll und people-pleasing und ach, diese negativen Gefühle, ach komm, ne, dann rauche ich einen Joint drauf oder ach komm, dann trinke ich eine Flasche Wein oder esse irgendwie 3 Tafeln Schokolade, bloß nicht fühlen, bloß nicht diese negativen Gefühle fühlen. Und dazu muss ich auch sagen, wir zahlen mit unseren positiven Gefühlen, weil ich bin auch der Meinung, je mehr wir die negativen Gefühle unterdrücken, desto mehr unterdrücken wir die positiven Gefühle. Das heißt, wir bezahlen quasi mit unseren positiven Gefühlen und ja, natürlich brauchen wir die positiven Gefühle, so wie Dankbarkeit, Liebe, Freude und so weiter, um unser Traumleben zu manifestieren. Aber, und jetzt komme ich nochmal kurz dazu, warum ich der Meinung bin, dass unsere negativen Gefühle uns auch dabei unterstützen können, unser Traumleben zu manifestieren. Weil ich bin mir sicher, dass du von den meisten Coaches, Manifestationslehrern, Gurus, whatever, was anderes gehört hast. Und das ist Bullshit, meiner Meinung nach, und es bringt uns gar nichts. Und ich sag dir jetzt auch genau, warum. Wenn wir lernen, unsere negativen Gefühle Raum zu geben, dem Stress, der nun mal da ist, weil im Außen passiert viel. Es kann sein, dass dein Chef schlecht drauf ist und dir 10.000 Sachen auf den Tisch legt und du auf einmal Stress hast. Ja? Oder es kann sein, dass du dir Sorgen machst um dein Kind, weil dein Kind vielleicht das erste Mal auf Klassenfahrt geht alleine. So etwas passiert. Du bist ein Mensch. Du wirst dir Sorgen machen. Ja? Du bist ein Mensch und du wirst negative Gefühle haben. So, wenn du aber lernst, und ich teile heute vor allen Dingen eine richtig kraftvolle Formel mit dir, die dich dabei unterstützen wird, deine Gefühle da sein zu lassen, die dich unterstützen wird, deine Gefühle zu transformieren, dann kommst du in einen neutralen State. Und was ich damit meine ist, du kommst wirklich im Hier und Jetzt an und du kannst dir deine Gefühle vorstellen wie so Energiebubbles, die durch deinen Körper durchfließen. Und dann fängst du an, diesen Softbody zu haben. Dann fängst du an, wirklich in diesen Empfangmodus zu kommen. Warum? Weil du nicht mehr im Kopf bist, du bist eher im Körper und du erlaubst. Du erlaubst, alles da zu sein. Du verankerst dich ins Vertrauen, du verankerst dich in diesem Moment und du weißt in dem Moment, dass dein Körper diese Gefühle handeln kann. Du weißt, dass dein Körper in diesem Moment diese Gefühle verarbeiten kann, weil du deinen Körper diese Gefühle verarbeiten lässt. Und das sind die Momente, wo du empfängst. Das sind die Momente, wo du wirklich ins Manifestieren kommst, ins bewusste Manifestieren kommst. Das ist, wie ich manifestiere. Das ist auch letztendlich, wie ich loslasse. Ich habe das vor allen Dingen gemerkt, wenn ich zum Beispiel einen Parkplatz manifestieren will. Ja, so kleine Sachen, das kann man so im Alltag mal üben. Du sagst, okay, ich will in Berlin, als ich noch in Berlin gelebt habe, ne, ich habe hier Prenzlauer Berg gelebt, da ist es halt, ja, nicht so leicht, also meiner Meinung nach ist es total leicht, einen Parkplatz zu finden, weil ich aber immer einen gefunden habe, weil ich es halt einfach manifestiert habe. Aber jeder andere wird sagen, boah, da ist ja nie ein Parkplatz im Prenzlauer Berg. So, ich hatte immer einen Parkplatz im Prenzlauer Berg. Warum? Klar, ich habe mir ein Ziel gesetzt, okay, ich will einen Parkplatz direkt vor meiner Wohnung, vor allem wenn ich einkaufen war und sowas. So, und dann habe ich in dem Moment mich in meinen Körper verankert. Und ich sage dir gleich die Formel, okay? Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe gesagt, okay, Parkplatz, habt mir kurz vorgestellt, da und da, ne, ich kenne ja den Parkplatz, da möchte ich rein, so. Und dann kommt natürlich der Quatschi, ja, den Blaberblaberblaber da oben, ja, deine Gedanken, die natürlich dann sagen, oh, aber da ist ja fast nie ein Parkplatz und what are the chances? Und XY hat ja gesagt, da ist nie ein Parkplatz.
Und in dem Moment, wo ich aber einfach zugelassen habe, dass in dem Moment vielleicht Ungewissheit ist, vielleicht auch ein bisschen Discomfort, also so etwas, was unbequem ist, ja, und ich in meinem Körper war in dem Moment und komplett präsent war, von der Autofahrt, ja, vom Supermarkt bis zu meiner Wohnung, präsent war, also in Form von, ich habe die Straße mir angeguckt, ich habe das Lenkrad gespürt, ich habe tief ein- und ausgeatmet, ich habe gehört, was auf dem Radio spielt, ich habe vielleicht mitgesungen, wenn da ein Lied war, ich war nicht mehr beim Parkplatz, ich war nicht mehr so Parkplatz, 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 sondern ich war komplett im Surrender-Modus in meinem Körper, im Hier und Jetzt. Und bam, jedes Mal hatte ich einen Parkplatz. Entweder war der Parkplatz frei oder es ist gerade jemand rausgefahren. Immer. So, und jetzt kommt's. Wenn es nicht so war, und das war vielleicht ein, zweimal, dann war das aufgrund dessen, dass das Universum wollte, dass ich woanders parke, weil ich entweder jemand auf der Straße treffen sollte, weil ich sehen sollte, dass mein Fahrrad, was irgendwo geparkt war, ein bisschen weiter einen Platten hatte. Also es hat mir immer gedient. Und das habe ich, also diesen neutralen Zustand, habe ich erst gelernt, als ich gelernt habe, mit meinen negativen Gefühlen umzugehen. Weil negative Gefühle sind ja auch so etwas wie Unbequemlichkeiten, also so wie Ungewissheit. Weil natürlich dein Verstand sagt, naja, aber weißt du denn wirklich, ob da ein Parkplatz sein wird? Oder mit größeren Dingen, die du manifestieren wirst, weißt du wirklich, ob du erfolgreich sein wirst in deiner Selbstständigkeit? Weißt du wirklich, ob du deinen Traummann treffen wirst? Oder wirst du dein ganzes Leben alleine sein? Du weißt ja Quatschi, der da am Kopf die ganze Zeit dir ganz viele Dinge mitgibt, die uns 0,0 dienen, aber die du oft mal glaubst. Und das löst natürlich negative Gefühle aus. Und was macht das dann? Dann die negativen Gefühle will dein Verstand wieder rationalisieren. Das heißt, es entstehen einfach mehr negative Gedanken, mehr negative Gefühle und schwupp befindet man sich in dieser Spirale von negativen Gedanken, negative Gefühle, negative Gedanken, negative Gefühle. Und das dient uns 0,0. Und das ist nur, weil wir das hassen, diese Ungewissheit auszuhalten und weil wir nicht gelernt haben, wie wir mit Gefühlen, Empfindungen, die in unserem Körper stattfinden, umgehen. So, und ich möchte jetzt eine Formel mit dir teilen. Ich habe die persönlich von Dr. Becky Kennedy, großartige Frau, die du auch auf Instagram folgen kannst. Die arbeitet vor allen Dingen mit Kindern, ja, und wenn du Kinder hast, ist es eine großartige Person zu folgen. Ich habe sie aber so ein bisschen getweakt, also so ein bisschen, wie sie mir geholfen hat, und ich teile sie heute mit dir. Es ist die ABE-Formel. Was meine ich mit ABE-Formel? Das ist eine Formel, und ich lade dich ein, schreib die auf und erinnere dich immer mal wieder daran, weil die hilft mir so krass, meine negativen Gefühle, Angst, Panik vor allen Dingen, ja, wirklich zu transformieren. Das ist unglaublich, wie kraftvoll diese Formel ist. So, ABE, was meine ich damit? Damit meine ich anerkennen, bestätigen, erlauben. Okay, erster Schritt, anerkennen. So, wir reden jetzt mal davon, du bist gerade getriggert. Es ist gerade irgendwas emotional in deinem Körper los. Ja, du bist gerade emotionally activated, wie ich das immer so schön nenne auf Englisch. Ja, also irgendwas passiert gerade. Vielleicht bist du auch frustriert. Vielleicht hast du auch Angst. Vielleicht kannst du das Gefühl auch benennen. Super, wenn du das benennen kannst, das Gefühl. Wenn nicht, don't worry. Du kannst auch einfach sagen, hey, ich bin gerade emotionally activated. Irgendwas passiert gerade in meinem Körper. Irgendwelche Empfindungen finden gerade statt. Mein Herz klopft gerade schneller. Mein Bauch zieht sich gerade zusammen. Also passiert gerade ganz schön viel in meinem Körper. Also der erste Schritt, anerkennen. Der zweite Schritt ist, dass du wirklich da sitzt und mir mal guckst so, okay, ich bestätige das jetzt mal gerade und ich gebe mal diesem Gefühl gerade einen Sinn. Und ich gebe dir gleich ganz viele Beispiele, die ich mit meinen Klientinnen und auch in meinem eigenen Leben hatte. Okay, ich gebe gerade diesem Gefühl einen Sinn. Okay, vielleicht bist du gerade frustriert oder vielleicht hast du gerade Angst. Okay, der zweite Schritt ist, okay, das macht Sinn. Das macht Sinn, dass ich gerade frustriert bin, weil ich bin gerade wirklich so überfordert. Ich habe gerade richtig viele Dinge, die anstehen. Also meine Kinder brauchen mich, mein Job braucht mich, irgendwie Weihnachten steht vor der Tür. Ich habe irgendwie die Dinge nicht erreicht und gemacht, die ich eigentlich dieses Jahr machen wollte. Und
das macht Sinn, dass ich mich gerade so fühle. Es macht gerade Sinn, dass ich Angst habe. Es macht gerade Sinn, dass ich gerade emotionally activated bin. Es macht gerade Sinn, dass ich vielleicht Herzrasen habe. Es macht einfach gerade Sinn. In dem Moment, ich kann dir sagen, es ist so kraftvoll, weil du bestätigst deine Gefühle. Du lässt dieses Gefühl da sein. Du sagst, okay, cool, ich habe gerade Herzrasen, ich habe gerade Panik, ich habe gerade Angst, ich bin gerade frustriert, ich bin gerade traurig. Und in der zweiten Schritt, ich bestätige das. Ja, das macht Sinn. Ja, das macht Sinn, dass ich gerade mich so fühle, weil ja, ich habe mir das vielleicht einfach anders vorgestellt. Und ja, wenn du gerade in der Datingphase bist, der Mann schreibt dir gerade vielleicht nicht zurück und du hast vielleicht einfach gerade viele negative Gefühle und du bist frustriert oder du bist traurig. Und einfach zu sagen, ja, das macht gerade Sinn. Ich mochte den. Ich hatte mit dem ein wirklich schönes erstes Date und das ist schmerzhaft, dass der mir gerade nicht zurückschreibt und das macht Sinn. Ich kann dir versprechen, dein Körper wird in dem Moment schon runterfahren, dein Nervensystem wird in dem Moment schon runterfahren, weil du diese Gefühle da sein lässt, weil du die bestätigst. So, dann der dritte Schritt von der, also die A, B, E, das war jetzt anerkennen, das war bestätigen. Der dritte Schritt der Formel ist erlauben. So, und das ist von was ich eben auch gesprochen habe, diese Neutralität, dieses, ich gebe meinem Körper die Erlaubnis, das zu fühlen. Das kannst du auch in dem Moment denken. Okay, ja, also ich habe gerade Angst. Das macht Sinn. Ich habe auch gerade wirklich viel ja, zu tun und es ist gerade viel Ungewissheit in meinem Leben. Ich weiß nicht so richtig, wie es weitergeht. Und weißt du was? Ich kann mit schwierigen Situationen umgehen. Ich kann mit Ungewissheit umgehen. Also mein Körper schafft das. Ich erlaube meinem Körper gerade, diese Gefühle zu transformieren. Ich erlaube gerade meinem Körper, diese Gefühle zu verarbeiten. Mein Körper weiß, wie ich gerade mit dieser Angst umgehe. Mein Körper weiß, wie ich gerade ja klarkomme. Ja, weil ich war schon oft in Situationen, die vielleicht ungewiss waren oder die frustrierend waren. Und hey, ist okay. Ich schaffe das. Ich kann das. Und dann kannst du auch in dem Moment in so positiven Self-Talk gehen, ne? In so positiven, liebevollen High-Value-Woman, wie ich das immer nenne. Eine High-Value-Woman redet liebevoll mit sich selbst und sagt, hey, Ich schaffe das, es ist alles okay, ich kann mit schwierigen Situationen umgehen. Dir selbst quasi in dem Moment diese Erlaubnis zu geben, deinem Körper die Erlaubnis zu geben, es ist alles okay, ja. Und das ist die ABE-Formel. Und ich gebe dir jetzt mal zum Beispiel ein Beispiel, wo ich so einen krassen Shift in meinem Körper gemerkt habe, wo ich die ABE-Formel angewendet habe. Und das war jetzt vor kurzem. Und zwar hatte ich vor irgendwie so 5, 6 Jahren, da war ich andauernd krank sowieso, weil ich einfach super unglücklich war in meinem Leben. Und ich hatte vor allen Dingen immer Blasenentzündung. Das war so mein biggest thing. Das war so schmerzhaft, so nervig. Und ich wusste auch nicht richtig, woran das liegt. Weil, also es ist einfach immer gekommen und ich hatte es dann ewig lange. Und es hat alles nichts mehr geholfen, kein Antibiotika und gar nichts mehr. Und es war schrecklich. Und das ging wirklich über eine lange Zeit, bis ich wirklich mein Leben komplett verändert habe. Dann war das weg, ja. Aber ich hatte das eine lange Zeit. Und jetzt, vor, ich weiß nicht, ein paar Monaten, hatte ich das erste Mal so ewig mal wieder eine Blasenentzündung. Und da wusste ich ganz klar, woher das kommt. Und das war irgendwie ganz klar. Aber trotzdem hatte ich die Blasenentzündung. Und dann habe ich auch was dafür genommen und das ging auch sofort wieder weg. Das war auch alles okay. Aber dann im Nachgang habe ich das immer noch so ein bisschen gespürt. Und dann habe ich gemerkt, wie ich angefangen habe, Panik zu bekommen. Aufgrund dessen, dass ich natürlich diese Erfahrung in der Vergangenheit gemacht habe, ist das klar, dass ich da Panik bekomme. Und ich hatte richtig Panik und Anxiety so in mir, so Angst, dass das jetzt irgendwie sich wiederholt von der Vergangenheit, dass ich jetzt wieder irgendwie ganz lange Blasenentzündung habe oder so, ja. Und da habe ich die ABE-Formel angewendet und war ganz klar so, okay, was passiert gerade in mir? Okay, ich habe gerade Panik und das löst Herzrasen aus, das löst irgendwie, mein Bauch zieht sich zusammen, meine Hände schwitzen, mein Hals zieht sich zusammen, ich habe Panik in mir, mein ganzer Körper. Also ich habe so die Empfindungen in meinem Körper wahrgenommen. Okay, zweiter Schritt, bestätigen. Okay, Nicole, das macht Sinn. Das macht Sinn, dass du gerade Angst hast, dass du gerade panikst, weil du hast eine richtig scheiß Erfahrung gemacht damals. Das war nicht schön. Über eine lange Zeit hattest du Blasenentzündung und du dachtest wirklich, irgendwas stimmt mit dir nicht und es macht Sinn, dass du gerade Panik hast. Also habe ich diese Panik in dem Moment bestätigt. Und dann der dritte Schritt, dann habe ich es erlaubt. Und
weißt du, mein Körper kann das gerade auflösen, mein Körper kann das gerade transformieren. Ich verankere mich jetzt mal kurz in meinem Körper und ich spüre mal kurz in meinen Körper rein und lass mal diese Panik wie ja so kleine Energiebubbles durch meinen Körper durchfließen. Und ja, ich ist okay. Und schwupp, okay, hat sich diese Panik aufgelöst, diese Panik um die Blasenentzündung. Und natürlich hatte ich auch keine Blasenentzündung, das war ja alles in meinem Kopf und das war ja alles diese Sorgen und Anxiety, die ja aufgrund dessen, dass ich eine negative Erfahrung in der Vergangenheit gemacht habe, ja. Und das hat mir so unglaublich geholfen in dem Moment, weil ich dann einfach wieder ruhig war. Ich war in meinem Körper, ich war präsent, ich war in Alignment und ich war so, okay, oh, ich habe es losgelassen, anstatt in meinem Kopf, oh mein Gott, so war das das letzte Mal auch. Und diese ganzen Sorgen, die ja dann Quatschi mit sich bringt, ja, so war das vor 5, 6 Jahren auch. Und warum hast du jetzt eine Blasenentzündung, wie das so ist, okay. Da muss ich sagen, da hatte ich ganz bewusst die AWE-Formel benutzt und es hat mir so krass geholfen. Und dann habe ich das natürlich auch an alle meine Klientinnen weitergegeben und da hatte ich auch so viele Erfolgsgeschichten von einer meiner Klientinnen, die zum Beispiel sich extrem Druck macht mit ihren Zielen. Die hat große Ziele, sie will viel erreichen, sie macht die Morgenroutine, setzt sich hin, schreibt ihre Ziele auf und freut sich dann auch darüber, was sie alles manifestieren will, hat ein Vision Board gebastelt und so weiter und so fort. Und dann passiert aber auch das, sie sich viel unter Druck packt. Sie packt sich unter Druck, weil gerade in ihrem Leben sehr viel Ungewissheit ist. Ja, sie hat gerade ihr Studium beendet, sie startet irgendwie gerade ihren neuen Job, will aber auch eine kleine Business nebenbei aufbauen. Da ist gerade viel Ungewissheit, wie es weitergeht, wo sie leben wird, was jetzt alles passieren wird. Und das heißt, sie macht ihre Morgenroutine, guckt ihr Vision Board an, freut sich für einen Moment und dann so der Moment, wo ihr Tag beginnt, kommt Angst und Panik hoch. Schaffe ich das alles? Bin ich überhaupt gut genug? Diese ganzen Gedanken kennen wir ja alle, ja? Und sie hat mir dann auch das Feedback gegeben, sie hat dann auch in dem Moment die ABE-Formel benutzt und hat auch wieder da gesessen und hat gesagt, okay, krass, was passiert eigentlich gerade mit mir? Also krass, ich mache mich gerade, da ist ganz viel Druck in mir, das ist wie so eine Bleiplatte, die auf meiner Brust liegt. Ich fühle mich gerade emotionally gerade extrem getriggert. Ich habe gerade Angst vor der Zukunft. Ich merke gerade, wie mein ganzer Bauch sich zusammenzieht. Es ist wirklich herausfordernd gerade für mich. Okay, und dann zweiter Schritt, ich bestätige das. Das macht Sinn, weil ich habe gerade mein Studium beendet und ich weiß nicht so richtig, was ich will. Ja, ich weiß so ungefähr, was ich will, aber ich muss jetzt auch losgehen für meine ganzen Träume. Und das ist wirklich scary, weil da ist sehr viel Ungewissheit gerade in meinem Leben. Wo werde ich leben? Was passiert mit meiner Beziehung? Was passiert mit dies und jenes? Und krass, ja, das macht Sinn, dass ich gerade Angst habe und dass da Druck ist und dass da Stress ist. Ja, das macht Sinn. Und dann in dem Moment, okay, dritter Schritt, ich erlaube das jetzt. Und hey, da waren schon oft Momente in meinem Leben, wo es ungewiss war. Es waren schon oft Momente in meinem Leben, die unbequem waren. Und guck mal, diese Momente in meinem Leben haben mich auch immer irgendwo hingeführt, die wirklich schön waren. Und das Universum macht das schon und mein Körper macht das. Und ich kann in diesem Moment diese Angst, diese Panik, diesen Druck, ich kann ihn da sein lassen und ich kann ihn verarbeiten, meinen Körper. Ich vertraue meinem Körper. Und so hat sie das so schön für sich aufgelöst. Und das sind ja dann die Momente, wo du wirklich wieder in diesen neutralen Zustand kommst, wo du wirklich wieder ja, einen Soft Body bekommst, also wo du weich wirst, wo du nicht in diesem Stress, Fight, Flight oder Freeze-Modus bist, sondern wo du weich wirst. Und das sind die Momente, wo dann pump, die Inspiration kommt von die Sache wollte ich noch machen. Das sind auch die Momente, wo du dann die Energie hast, um produktiv zu sein, um die Dinge umzusetzen, die du dir wünschst. Ne? Weil the universe does respond to action. Es ist wichtig, dass du losgehst für deine Träume. Problem ist nur, wenn du im Stress, in der Angst, im Druck bist, dann bist du wie gelähmt, dann gehst du nicht los. Ja? Und wenn du aber lernst, wieder oh, im Hier und Jetzt anzukommen, oh, ich release jetzt gerade mal alles das, was da ist, weil ich es da sein lasse. Das ist so wieder dieses Paradox, ja, wir releasen etwas, wir lassen etwas los, wenn wir es da sein lassen. Das ist so ein bisschen wieder unser Verstand, hä, das macht doch keinen Sinn. Doch, genau das macht Sinn. Das ist wie wir im Leben mit diesem Paradox leben dürfen. Das ist, was ich auch immer wieder sage zum Thema Manifestieren. Wenn du die Kunst des Manifestierens meistern willst,
dann darfst du die Kunst des Loslassens meistern. Und das ist so ein bisschen dieses, ich soll mir ein wirkliches Ziel setzen und zur selben Zeit darf ich loslassen, das macht für mich keinen Sinn. Nein, das ist das Paradox des Lebens. Da dürfen wir lernen, hinzuschauen und zu sagen, okay, ich setze mir ein Ziel und ich lasse trotzdem los. Und das können wir nur tun, wenn wir im Hier und Jetzt sind und wenn wir wirklich in unserem Körper verankert sind und wenn wir unsere Gefühle da sein lassen. Die negativen, und dann kann ich dir versprechen, ist es auch viel leichter, die Freude, das Glück, die Dankbarkeit und so weiter zu fühlen. Weil das höre ich ja auch oft, dass mir Leute sagen, Karl, ich sitze ja morgens in meiner Morgenroutine, mache mir meine Dankbarkeitsliste und fühle nichts. Ja, ich weiß, kenne ich auch gut. Und das ist aufgrund dessen, dass wir halt die negativen Gefühle auch nicht da sein lassen, dann können auch die positiven nicht durchkommen. Das ist ja, was ich eben schon gesagt habe, wir bezahlen mit den positiven Gefühlen. Und deswegen liegt mir das so unfassbar doll am Herzen, dass du dich damit beschäftigst und dass du wirklich immer mal wieder so ein Check-in mit dir selbst machst. Und du kannst dir zum Beispiel so ein Reminder auf dein Handy machen, wirklich der halt einmal alle 2 Stunden oder sowas so ein Bing, dir einen kurzen Reminder schickt, so ABE-Formel. Einfach nur ABE, ABE-Formel. Und dass du, egal wo du gerade bist, ob du gerade irgendwie bei der Arbeit bist oder ob du gerade auf der Bahn bist oder gerade am Lernen bist oder gerade irgendwie beim Sport bist, dass du einfach kurz die ABE-Formel einfach einmal machst. Ganz randomly in deinem Alltag. Einfach nur guckst, okay, was passiert eigentlich gerade in meinem Körper? Was sind da für Empfindungen? Was ist da gerade los? Ah, okay, spannend. Okay, die Empfindung ist gerade da. Okay, vielleicht habe ich gerade vielleicht sogar ein positives Gefühl entdeckt. Oh, spannend. Okay, vielleicht habe ich gerade so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch. Ah, okay, krass. Okay, dann bestätige dich. Das macht ja auch Sinn, weil ich mache ja gerade was richtig Schönes. Ich bin ja gerade in der Natur oder ich habe gerade mit irgendwie einem Mann geschrieben, mit dem ich irgendwie voll die Connection habe. Oder mein Freund ist gerade nach Hause gekommen und der hat mir irgendwie Blumen mitgebracht. Okay, ich bestätige dir gerade dieses Gefühl, was gerade da ist, ob es jetzt positiv oder negativ ist. Ja, wenn du im Alltag diesen Reminder auf deinem Handy hast, dann kann es auch sein, dass es gerade Momente sind, wo du gerade wirklich Glück und Freude fühlst. Ja, und dann so, ich erlaube gerade meinem Körper, dieses Gefühl zu spüren. Ich erlaube gerade meinem Körper, dass dieses Gefühl da sein darf, dass dieses Gefühl durch meinen Körper fließen darf. Ich erlaube mir gerade selbst, mich in meinen Körper zu verankern, weil es ist sicher in meinem Körper. Weil das ist, um was es geht, und das ist fantastisch, weil das ist ein guter Abschluss. It's all about creating safety in the body. Es geht darum, wieder Sicherheit in deinen eigenen Körper herzustellen. Das ist, wenn wir vor allen Dingen empfangen. Das ist, wie wir unser Traumleben manifestieren. Weil was passiert ist, ist aufgrund von traumatischen Erfahrungen in unserer Kindheit, und traumatische Erfahrungen können auch Dinge sein, dass deine Eltern sich getrennt haben, dass deine beste Freundin keine Lust mehr hatte, mit dir im Kindergarten zu spielen. Wir denken immer, traumatische Erfahrungen sind nur ganz schlimme Gewalt und Abuse und Missbrauch und solche Sachen. Nein, traumatische Erfahrungen sind auch die Dinge, wo du eigentlich denkst, naja gut, das ist doch gar nicht so schlimm, ne? Das wird dir dein Verstand erzählen, aber doch, es hat in dem Moment, hat das dir wie so eine Unterbrechung gegeben. Und vor allen Dingen hat das dein Nervensystem, dein Körper, das Gefühl gegeben, du bist nicht sicher. Und in diesen Momenten hast du Stress produziert, weil du dachtest, ich bin nicht sicher, weil dich vielleicht jemand ausgestoßen hat, weil du vielleicht ausgegrenzt worden bist, weil dir deine Eltern nicht dein Bedürfnis erfüllt haben. Ja, und das dürfen wir jetzt in unserem Erwachsenenalter wieder lernen. Wir dürfen lernen, unser Nervensystem zu regulieren. Wir dürfen lernen, uns wieder in unseren Körper hinein zu verankern. Wir dürfen lernen, unserem Körper das Gefühl zu geben, du bist sicher, es ist alles okay. Deswegen sind auch solche Dinge wie zum Beispiel tiefes Bauchatmen so wichtig. Habe ich in ganz vielen Podcast-Episoden schon gesagt. Aber so wirklich tief in den Bauch ein- und ausatmen, gibt dein Körper das Signal, du bist sicher. Es ist okay zu empfangen. Es ist okay, deine Wünsche ja zu manifestieren, weil wir müssen gerade nicht von einem Säbelzahntiger wegrennen. Weil wenn wir in diesem Stress, Fight, Flight-Modus sind, dann denkt unser Körper, shit, wir sind unsicher und wir müssen gleich rennen. Wir haben jetzt gerade keine Zeit, unseren Traummann zu manifestieren. Wir haben jetzt gerade keine Zeit, unsere finanzielle Fülle zu manifestieren, weil wir müssen hier gerade um unser Leben kämpfen.
Das ist, was dein Körper denkt. Und deswegen mit dieser ABE-Formel, mit tiefen Atemzügen, mit Tools wie Meditation, Ausschütteln, auch ein großartiges Tool, um wirklich Trauma von deinem Körper zu releasen. Das sind alles Tools, die dich dabei unterstützen, dich wieder sicher in deinem Körper zu fühlen. Ja, und das ist ja auch etwas, was der dritte Schritt, dieses Erlauben, dass es, da kommst du ja in deinen Körper und sagst, oh, mein Körper, ja, ist dazu gemacht, ich vertraue meinem Körper, um das alles aufzulösen, und ich mit meinem Bewusstsein verankere ich mich in meinen Körper. Ja, genau. Also ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gedient hat. Es ist mir so unglaublich wichtig, dass wir aufhören, negative Gefühle zu verbannen. Ich möchte, dass wir aufhören, so zu tun, als ob wir immer nur Good Vibes Only sein müssen, vor allen Dingen, was das Thema Manifestation angeht, weil ganz ehrlich, ich bin eine krasse Manifestationsqueen. Ich bin ja heute Morgen mal meine ganze Transformationsgeschichte durchgegangen, vor allen Dingen über die letzten 5 Jahre, wo ich wirklich mir die großen Dinge manifestiert habe. Traummann, finanzielle Fülle, meine Berufung, mein Traumhaus und so weiter und so fort. Also die großen Dinge, ja, die ich mir wirklich von Herzen gewünscht habe. Und das ist, weil ich es anders gemacht habe, als die meisten Menschen da draußen mir es gesagt haben. Wie zum Beispiel, geh einfach ins Gefühl, geh einfach ins Gefühl, geh einfach ins Gefühl. Hä? Geh einfach ins Gefühl von einem positiven Gefühl, das kann ich nur, wenn ich den negativen da sein lasse. Und das ist wirklich so etwas, was ich auflösen will mit dem ganzen Thema Manifestation. Ich möchte wirklich Menschen wieder, ja, einladen, das Thema Manifestation nochmal neu zu betrachten und nicht nur mit diesem, du musst dich gut fühlen, weil alles, was du aussendest, ziehst du an. Das ist ein universelles Gesetz. Es gibt so viele universelle Gesetze, die beim Manifestieren wichtig sind. Und ich habe mir mein Traumleben in den letzten 5 Jahren manifestiert, weil ich es anders gemacht habe, weil ich ganz konkret mich damit auseinandergesetzt habe, dass die ganze Palette sein darf. Und dann habe ich angefangen, mich weiterzubilden, um wirklich mit negativen Gefühlen umzugehen und sie zu transformieren, anstatt irgendwie, keine Ahnung, Glitzer drauf zu packen und so zu tun, als ob sie nicht da sind. Und das hat mir geholfen, ein leichtes Leben zu erschaffen. Das hat mir geholfen, ein erfülltes Leben zu erschaffen. Und genau das gebe ich dir auch im Bootcamp weiter. Das ist so wichtig, dass du dabei bist, weil da werden wir dir dein happiest 2022 manifestieren. Und ich werde dich dabei unterstützen, wirklich dein Ziel zu setzen und aber auch loszulassen. Ich werde dich dabei unterstützen, wirklich die Version deiner selbst zu verkörpern, die schon jetzt die Realität lebt von, ich bin in einer Traumbeziehung, ich habe eine erfolgreiche Business, ich habe mein Traumhaus am Meer oder. Ja, du kannst nur eine andere Version deiner selbst verkörpern, wenn du mit deinem Körper im Einklang bist. Und das werde ich dir beibringen, weil das war so krass, heute Morgen diese Transformationsgeschichte zu sehen, und ich werde das auch auf Instagram teilen, und ich dir auch mal Bilder zeigen und sowas von 2016 in meinem Leben zu jetzt. Das ist, honestly, das war so krass, das zu sehen. Ich habe es heute Morgen auch Max gezeigt. Max kannte mich ja noch nicht 2016. 2016 war ich im Minus in meinem Konto. Ich hatte Schulden bei Menschen. Ich war so unglücklich in meinem Körper. Also ich war nur im Kopf gefangen, hatte krasse Panikattacken, war so unglücklich in meinem Job, war andauernd krank. Also die Blasenentzündung war nur eine der Sachen. Ich war andauernd krank, ja. Ich war heartbroken, hatte gerade schon wieder eine Beziehung gegen die Wand gefahren. Ich habe in einer kleinen Wohnung gelebt, im ersten Stock in Berlin, die dunkel war. Und dann habe ich Dezember 2016 eine riesengroße Entscheidung getroffen. Ich weiß noch, ich saß heulend auf dem Boden. Das war Dezember 2016. Ich war Weihnachten zu Hause in Namibia. Ich habe ja damals noch in Deutschland gelebt, in Berlin gelebt. Und ich habe sowieso diesen ganzen Dezember nur geheult. Die ganze Zeit, als ich zu Hause war, das war für mich so schlimm. Alles hat mich getriggert. Ich war super aggressiv, habe so viel rumgebrüllt, habe mich immer mit meinen Eltern gestritten, habe meine Mutters Auto noch gegen einen Pfeiler gefahren. Das weiß ich auch noch total. Also ich bin morgens wach geworden, bin irgendwie zum Yoga gefahren und war so unkonzentriert, weil ich so dissociated war. Also so dissoziiert. Was ich damit meine, ist, ich war so nicht in meinem Körper oder nicht präsent in diesem Moment, dass ich einfach, wo ich heute diesen Pfeiler angucke, okay, wo ich so, wie bin ich da bitte gegengefahren, bin da volle Kanne gegengefahren, habe meine Mutters teures Auto komplett zerschrottet, ja.
ich kann und, ich, und dann war ich noch mehr traurig, okay, und ich weiß noch, dann saß ich in meinem Zimmer und ich saß da auf dem Boden und ich habe auch versucht, so Tools, ich war ja da auch schon, meine Manifestation, das sind alles Sachen, die ich ja schon gelernt hatte, klar, ja, also ich habe ja nicht vor 5 Jahren erst mit der persönlichen Weiterentwicklung angefangen, aber das war wirklich so der Low-Punkt meines Lebens und ich saß auf dem Boden und ich habe so geweint und geweint und geweint und ich habe gebetet, ich war so, bitte, es muss irgendwie, ich muss mich besser fühlen, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr, irgendwas muss ich verändern, so. Und dann kam irgendwann so dieser Impuls von oben, vom Universum, dieses, Nicole, just freaking change your life. Es muss sich fucking alles verändern. Alles, okay? Und ich habe angefangen, mein Jill rauszuholen und ich habe mich hingesetzt und ich habe mir wirklich eine Formel aufgeschrieben, wie ich es haben will. Und ich habe die Entscheidung getroffen, 2017 wird mein Jahr. 2017 wird sich alles verändern. I'm done. Und es war anders als Neujahrsvorsätze, wie ich sie mir immer gesetzt habe. Das war anders. Da war eine andere Absicht, eine andere Intention. Ich habe viel Research gemacht, wie ich jetzt das bestmöglichst angehe, dass mein 2017 mein krassestes Jahr ever wird und dass ich mein gesamtes Leben transformiere. Und das habe ich übrigens bis heute, ja, habe ich das natürlich nochmal verfeinert, habe mich nochmal weitergebildet und so weiter und so fort, aber bis heute nutze ich diese Formel, nutze ich dieses Step by Step by Step, um mir mein Lieblingsleben zu manifestieren. Und ich kann dir sagen, 2017, obwohl ich da auf dem Boden lag, Dezember 2016, 2017 habe ich meinen Traummann manifestiert, Max. Ich habe meine Coaching-Ausbildung angefangen, ohne dass ich überhaupt wusste, dass ich Coach werde. Das war dann ein Impuls, den ich endlich folgen konnte. Ich habe mich aus meinen Schulden rausgeholt, indem ich eine kleine so Side-Business ganz spontan angefangen habe, was auch, wo ich heute zurückblicke und einfach so bin, so mein Gott, das ist auch einfach nur ein Wunder. Ja, ich habe einfach angefangen, Geld zu manifestieren, was ich wirklich brauchte. Ich bin in eine andere Wohnung gezogen, in eine Wohnung, die meine Traumwohnung war. Ich wollte unbedingt eine Dachgeschosswohnung haben mit einer Dachterrasse. Ich habe letztendlich ein ganzes Dach manifestiert. Das ist die krasseste Wohnung in Berlin ever gewesen. Ja, ich habe die Beziehung zu meinem Körper geheilt. Ich habe meine Eifersucht das Jahr geheilt. Ich habe mein Leben, honestly, 180 Grad gedreht. Ich wurde ein ganz anderer Mensch. Und dann ging es nur noch bergauf. 2018 habe ich meine Coaching-Business gegründet. Ich konnte im ersten Monat schon von meiner Coaching-Business leben, weil ich mir eine Klientin manifestiert habe, die mich gleich 4-mal die Woche gebucht hat. Das war eine Ärztin, die brauchte Unterstützung im Thema Dating, im Thema Beziehung, Männer manifestieren. Ja, mein Thema hatte ich ja schon gelöst für mich. Ich hatte dann die Ausbildung fertig. Ich habe mich 2018 extrem viel noch weitergebildet. Dann 2019 habe ich mich nochmal weitergebildet. Ich habe meine Business komplett online gebracht, damit ich ortsunabhängig arbeiten kann. Auch das war etwas, was ich unbedingt manifestieren wollte. Und 2020 hatte ich dann meinen ersten 6-stelligen, also meine ersten 100.000 Euro plus, ich glaube, es waren sogar 150.000 Euro Umsatz oder sowas, das Jahr. Und 2021 habe ich das alles nochmal verdreifacht. Ich habe 2020 Max geheiratet. Ich habe meine To-Manifest-Sache gehabt von, ich will ins Ausland ziehen, also ich will zurück nach Namibia ziehen. Ich habe wirklich das mal alles heute Morgen aufgeschrieben. Ich saß da, ich war so krass, krass, krass. Und immer, muss ich dir sagen, ich habe dir jetzt Jahr für Jahr für Jahr für Jahr das aufgezählt. Ich habe immer mir ein Ziel gesetzt. Ich habe immer diese Formel, dieses Step für Step, was ich dir beibringe im Bootcamp, habe ich quasi immer im Dezember gemacht. Okay? Und genau das bringe ich dir bei diesen Dezember, so damit 2022 dein Jahr wird. Weil das war für mich nochmal so geil, das alles mir anzuschauen. Und auch zu sagen, wie krass ist das denn bitte, dass ich das jetzt weitergeben kann? Wie geil ist das denn bitte, dass ich das jetzt weitergeben kann? Dass für dich jetzt der Moment kommt, dass du sagst, nicht mehr diese 0815 freaking Neujahrsvorsätze. Nein, ich gehe tatsächlich dieses Jahr los, 2022. Und ich mache dieses Jahr das transformativste, glücklichste Jahr meines Lebens. Weil das war es für mich in 2017, als ich angefangen habe, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Ja? So, jetzt habe ich ganz viel darüber erzählt. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber manchmal, ne, kommt es dann durch.
Aber ich möchte dich dann einfach auch einladen. Trag dich auf die Warteliste ein, melde dich unbedingt an. Ab dem 11.11. bekommst du eine E-Mail. Da gibt es nochmal einen richtig, richtig krassen, amazing Special am 11.11. und nur am 11.11. gibt es diesen krassen Special. Und dann am 10., 11., 12. Dezember 2021 erschaffen wir dir das geilste Jahr 2022. Ich freue mich schon so sehr. Ich bin so excited, weil einfach das war diese Transformationsstory von mir anzugucken und ich war nur so, oh mein Gott, und wenn ich das schaffe, okay, dann schafft das ja jeder. Dann schafft das jeder, weil guck mal, wo ich war. Guck mal, wo ich war an meinem Punkt in meinem Leben. Ich hatte keine Ahnung, wie man mit Geld umgeht. Ich hatte keine Ahnung, wie man eine erfüllte Beziehung lebt. Ich war so lange in einer Essstörung gefangen. Ich dachte so, das ist doch normal. Also wie soll ich überhaupt ohne Essstörung leben? Ich bin doch einfach Essstörung. Ich hatte mich so krass mit Nicole hat eine Essstörung identifiziert, dass ich hatte überhaupt gar keine Gedanken mehr darüber rauszukommen. Ich dachte, das geht überhaupt nicht, das ist jetzt einfach meine Realität forever. Nein, ist es nicht. Und dann mit Hilfe von meiner entwickelten Formel, von wirklich auch dieser Entscheidung, weil damit fängt es als erstes an zu sagen, frick it, ich setze mich hin und ich mache das, so wie ich das gemacht habe 2016, Dezember. Das hat alles verändert und jetzt blicke ich zurück und ich bin einfach nur stolz. Ich bin stolz auf mich, ich bin stolz auf die Dinge, die ich gemacht habe. Ich bin stolz, dass ich den Mut hatte, meine negativen Gefühle da sein zu lassen. Ich bin stolz, dass ich das hinterfragt habe, was ich alles gelernt habe über mich, über das Leben, über Geld, über Männer. Ja? Ich bin stolz, dass ich losgegangen bin. Aber das war, weil ich mich mit Dingen auseinandergesetzt habe, die mir nicht beigebracht worden sind von irgendjemand anders. Also dieses ganze, oh, good vibes only, blah, hat mir gar nichts gebracht. Okay, es hat mich einfach nur noch tiefer in die Misery reingebracht, ja. Genau, also Link auf jeden Fall in den Shownotes zu der Warteliste. Wenn du die Podcast-Folge erst später hörst, dann kannst du dich bestimmt auch schon anmelden. Du kannst dich bis zum 10. wirklich anmelden. Ich freue mich riesig auf dich und ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz wunderschönen Tag oder eine gute Nacht. Danke, dass du hier bist, dass du hier mit mir diese Podcast-Reise gehst. Danke, dass du mir schreibst, wenn dir der Podcast hilft. Jede Nachricht, die du mir bei Instagram schreibst oder hier auch bei iTunes als Rezension, das füllt mein Herz. Ich bin unfassbar dankbar, dass du da bist. Ich schätze dich so sehr. Ich bin so dankbar für dich, dass du auch so mutig bist, weil alleine schon, wenn du den Podcast hörst, wenn du jetzt gerade noch mit mir hier chillst, dann weiß ich einfach, dass du unfassbar mutig bist, dass du losgehst für Veränderung, dass du dass du wirklich auch die Dinge anschaust, die vielleicht mal unbequem sind, ja, wie negative Gefühle zum Beispiel. Alleine, dass du heute Play gedrückt hast, danke. Wirklich danke, danke, danke von Herzen. Und ich schicke dir so viel Liebe in deinen Tag, in deine Nacht und bis später. Much love, the best is yet to come. Deine Nicole.